okay. Ach ja, scheiße, das war der Juwelier. Ich ja, vergaß. Ja, wir müssen hier an der Seite rein. Das ist die einzige Mission, an die ich mich noch ein bisschen erinnern kann, weil wir die so oft gemacht haben. Wir müssen innen rum. Innen rum. Ja, das Problem ist, Juwelier ist halt ultra eklig. Ich vergaß, weil, das war das andere, ja. Scheiß drauf, wir müssen auf jeden Fall innen rum. Ja. Wenn du eine Karte siehst, so eine Keycard oder sowas, dann können wir die hier reinpacken, glaube ich. So war das damals. Und dann fahren sich diese Dinger hier runter. Dann haben wir einen wesentlich entspannteren Job. Aber ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Wahrscheinlich hinten im Büro. Aufpassen. Lass mich hier am besten vorgehen. Aufpassen, ja, klar, der kommt jetzt raus. Ich warte hier erst noch mal ein bisschen. Da steht er ganz blöd. Wir haben... Ich kann mich an Juwelier nur noch so erinnern, dass wir halt immer hinten durch die Fenster gegangen sind, ne? Ja, aber das ist auf Todeswunsch ist das... Nicht möglich. Tick anders. Warum spielen wir eigentlich nicht als Profi-Job? Ja, weil ich es vergessen habe. Naja, und wahrscheinlich, weil wir es trotzdem nicht vor Strike kriegen. Das Ding ist... Ja? Ich habe keine Keycard. Ja, dann müssen wir sie so runterpushen. Ja, dann würde ich aber, dass wir jetzt beide nach hinten gehen. Wo ist denn der Bulle hin? Der steht vorne, der geht jetzt durch die Mitte. Ja. Dann lass jetzt mal nach hinten. Aufpassen. Ja, warte. Ich kann nichts machen. Okay. Aber der guckt immer noch dumm und jetzt steht er so da so blöd vor der Tür rum. Ich weiß nicht, ob ich rein kann. Okay, ich zieh mir jetzt schon... Ich bin dran. Okay, wir ziehen jetzt unsere Masken auf und machen die down. Womit legt man den Jammer? Achso, den brauchen wir noch gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Und wir sollten... Aufpassen. Fesseln? Ja, nochmal. Da kommt... Der Bulle ist da. Der Bulle. Fesseln. Sehr schön. Die haben natürlich keine Keycard fallen lassen, oder? Ich glaube nicht. Hast du? Ja. Gut, ich stecke ihn ab. Oh, weg. Ich bin weg. Ich muss sagen, ich sehe hier keine Keycard. Ich auch nicht. Kannst du die hier noch hinter den Tisch packen? Ja. Aufpassen, ist vielleicht der draußen steht in der Mitte. Noch eine Guard? Du? Ja, hier draußen. Ja, nicht, dass die jetzt bei mir vors Fenster kommt, während wir da... Ja, ich mach die mal kurz. Ja, eben. Na scheiße, ich soll vielleicht von der anderen Seite. Okay, der Typ ist wieder weg. Weil teilweise gab's ja hier das Problem... Maximal zwei Wachen, oder? Ja, das Ding ist, draußen stehen auch noch welche. Vorm Laden? Ja. Oh ja. Nee, das sind doch nur noch die hier hinten. Nee, ganz hinten stehen noch welche. Oh, okay. Und die sind manchmal noch ein Problem. Ja, und deshalb das halt mit den Fenstern zu machen, ne? Ja, das ist halt natürlich immer extrem praktisch, aber... Du hast keinen komplett leisen Drill, oder? Nee. Hier steht einer bei uns im Büro drin, ne? Wie? Der steht hier in dem Büro, vor mir, an der Tafel. Ja, dann runter machen. Los. Machst du den? Ich mach. Und dann am besten wieder nach hinten, schön. Warte, ich muss so umskillen, ich bin so langsam im Allen. Ja, vorhin, du hast auch nur zwei Kabelbörner, fällt mir gerade ein. Ja, na, eben. Fällt mir drauf. Ich hätte aber schwören können, ich hatte mal mehr. Ja, das kann man... Follow me. Das Blöde ist, ich habe auch noch keinen komplett leisen Drill. Scheiße. Bei mir ist der Bug mit dem Fragezeichen. Ja, das ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber eigentlich noch kein Problem. Weil eigentlich müssen wir nur diesen Drill hier aufmachen und dann könnten wir sozusagen raus. Soll ich einfach 3, 2, 1 Risiko machen?
Wollen wir den gleich Gemma platzieren? Lass das mit dem Drill erst später machen. Wir müssen ja erstmal vorne klären, oder nicht? Ja. Ja, stimmt schon. Aber lass noch ein bisschen warten kurz. Wenn wir vorne geklärt haben, dann ist ja alles easy. Oh. Dann rück ich einfach mal die Taste. Der Typ im Weg hier, Wir brauchen nur einen Gemma, ne? ja. Ist halt blöd, dass wir keine Keycard hier haben. Vorne ist kein Bullet mehr drin, oder? Nee. Wir müssen halt nur aufpassen, am besten, dass sie das draußen nicht sehen. Da steht noch ein Typ im Mittelgang. Ja, ich weiß. Den müssen wir noch kurz abwarten und dann können wir gleich los. Mal hier draußen noch gucken nach so Ist weg, ist Paketen. weg. Der Typ ist weg. Das Paket da hinten habe ich schon eingesammelt. Nee, Hier der. draußen ist noch eins. So. Okay. Von mir aus. Dann ich setze. Und los. On the ground, people. And don't even think about making a call. Stay down. Everybody stay put. Stay low. In that dirt, dudes. Be cool. Sonst erschießt die. Erschießen, alle erschießen. Ja, nicht. Hauptsache, die, also den einen sollst du noch runterschießen. So, komm mal, bring die Leute ganz schnell hier hinten rein. Bin dabei. Weil solange das noch keiner draußen sieht, haben wir echt gar kein Problem. Come with me. Move it. Draußen von dem Typ. Ja, draußen hat einer gesehen. Ja, dann erschieß ihn. Los. Das sind viele. Alle sehen es draußen. Was hier? Komm mal bitte zu mir hin. Ja. Lol. Bei denen draußen muss man gar kein Pager beantworten. Nein, passt. Okay, bevor wir ein Problem kriegen. Okay, wir haben kein Problem mehr. Jetzt können wir auch alle liegen lassen. Okay, ich mache hinten den Drill. Und dann. Alter, der ist so leise, ne? Scheiße. Draußen. Okay. Okay, packst du Taschen? Ich gucke hier nochmal nach den Ich pack Paketen, wo Taschen, ich ja. weiß, wo hier irgendwelche sein können. Ey, wieso? Lass mich verarschen, da kann man so auch sonst mal rein. Egal. Hier sonst noch irgendwas? No. Ja, ich würde mal sagen, guck, das war nicht ganz so schwer. Nee. Jetzt hast du ja doch keine Ansage am Anfang gemacht, ne? Nee. Egal. Wir machen das jetzt so, dass wir nämlich jetzt erstmal ein bisschen Payday zocken. Und dann schneide ich alles zurecht und dann kommen die Folgen online. Und deswegen ohne Ansagen, weil wir jetzt erstmal ein bisschen am Stück zocken. Und daher, ja, wisst ihr Bescheid, du. So. War ja vorhin noch fett Rasen mähen. War nur die kleine Stelle vorne. Und am Donnerstag gehe ich nochmal hin und dann kommt der ganz große Rasen an. Ja, viel Spaß. Alter, wie meiner hier gerade schon wieder am Struggeln ist, ne? Inwiefern? Ja, weil ich noch nicht so schnelles Laufen so und sowas gemacht habe, so, deswegen. Hast du keine Ausdauer? Noch nicht so viel. Weil ich bin gestern. Wie wär's denn, wenn du die Sachen machst, die ich noch nicht habe, anstatt sich da vorzustellen. So, erstmal überprüfen, ob du wirklich alles eingesammelt hast. Ich denke schon. Bin mir aber nicht sicher. Das sieht gut aus. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Sachen hinten. Und dann sind wir fertig. So, ich denke mal zum Beispiel hier werde ich dann zum Beispiel einen kleinen Cut reinschneiden, vorausgesetzt, ich vergesse es nicht. Weil jetzt warten wir eigentlich nur noch. Okay, ja, dann cutte. So, du, ich brauche dich hier. Nimm. Oh, okay. Okay, und zum Wagen und weg. Easy Mission. Das auf jeden Fall.
Ich würde sagen, machen wir als nächstes einen Bankjob, oder? Können wir gerne machen. Oder Juwelier, oder nee, wie hieß denn der nochmal? Dieser andere Job. Der andere Juweliersjob. Okay. Ja. Diamond Job. Genau. Den machen wir als nächstes. Der ist auch noch ultra leicht. Oder bringt sogar mehr, oder? Das kann sein. Ja, der hat mir jetzt nicht so viel gebracht, außer zwei Level. Am Anfang levelt man so schnell, ne? Ja. Das ist so krass. Wie gesagt, ich bin berüchtigt gegangen und eine Mission da gemacht. Ich glaube, Bankraub auf Todeswunsch und war instant Level 35. So. Wichser, was soll ich bekommen? Das ist an sich ganz gut, das ist für verschiedene Waffen. Ich brauche keinen fucking Laser mehr. Kannst du dich an den noch genau erinnern? Oh, du bist gerade auf 4 hochgegangen, ne? Ja, ich bin auf 4 hochgegangen. Ich habe lieber die stärkere Pistole mitgenommen, weil die macht mehr Bedrohung. So, also, wir müssen jetzt erstmal den Kamera-Room ausschalten. Ja, wir müssen hinten rumgehen, dann die Treppe hoch. Dann, also jetzt noch nicht Maske anziehen, weil wir müssen erstmal ein bisschen warten. Hier kommen gleich erstmal ein paar Passanten vorbei. Die Passanten hier sind die nervigsten. Ja. Aber hier sitzt schon mal keiner auf der Bank, das ist schon mal sehr praktisch. Dann kommen. Also wir müssen den Kamera-Room ausschalten, dann müssen wir hier oben rein. Am besten die beiden Bolten ausschalten. Plus die Manager. Ein Passant kommt hier rein, zwei kommen hier rein. Ja, ja. Der eine chillt sich entweder da vorne hin oder so und die müssen wir kurz abwarten und dann machen wir die Kameras. Dann brauchen wir die Keycard, nachdem wir die beiden Bullen getötet haben oder direkt die Keycard. Die stecken wir dann in das Alarmsystem und dann können wir alles rushen. Weil sonst, wenn wir das Glas kaputt schlagen, wird Alarm ausgelöst. Ja, ich weiß. Okay. Ah, vielleicht solltest du das machen, du hast das wahrscheinlich schneller gelevelt. Okay. Hälfte. Fuck. Drei Viertel. Zwei. Eins. Fertig. Okay, und dann einmal schießen. Tot. Sehr schön. Dann mache ich schon mal oben die Tür. Soll ich den da liegen lassen? Wenn man den von draußen nicht sieht, ansonsten werfe ich ihn in die Ecke. Ne, man sieht ihn nicht. Okay, dann gucken wir bitte in die Kameras. Achso, auf die Kameras? Ja. Ja, ja, wir haben praktisch, dass einer die hier oben macht und einer Kameras guckt. Oh, hier ist übrigens noch ein Safe, ne? Ja, ja, ich weiß, den können wir am Schluss machen. So, die Managerin aus oben, der Typ ist andere. Wo ist der andere Bulle? Da. Nee, nee. Im Büro ist keiner, die Managerin jetzt gerade. Ja, im anderen Büro ist gar nichts. Okay, scheiße, der eine Typ kommt gleich wahrscheinlich raus. Ja. Bulle kommt raus. Ja. Der steht bei der Treppe. Wo ist der andere? Auch da. Beide oben. Geh schnell. Der andere kommt da jetzt. Komm am besten her. Nur falls er mich sieht. Ja. Der kommt, der müsste dich jetzt sehen. Fuck. Laufe. Ne, warte. Hat mich nicht gesehen. Gut, ich bin dran, ne? Kann man die hier dann nicht aufmachen? Was soll der Shit? Okay, aufpassen, eine Passantin kommt hier von den Kameras. So, shit. Noch einer. Komm bitte raus. Komm bitte schnell raus. Ich drück alle runter. Hinten ist noch einer. Du musst auch die Kabelbinage machen, sonst kann ich abhauen. Okay, dann einmal bitte alle in den Kamera-Room machen, nur falls hier noch Leute vorbeikommen. Glaube ich zwar nicht, aber besser. Ach, scheiße, man hat sich hingelegt, ne? Ja, nehmen Sie mit. Du kannst nur eine. Scheiße. Das kann man auch leveln, oder? Oh, du, das weiß ich jetzt nicht. Das ging, glaube ich, früher über Mastermind und so ein Kram. Come on. Wo hat sich meine jetzt schon wieder hingelegt, ne? Stay low! Scheiß Hure, jetzt komm endlich mit. Heute noch.
Wie viel Kabelbinder kann man maximal haben? Oh, das ist eine sehr gute Frage, du. Weil ich habe jetzt 6, 7, glaube ich. Ich glaube, irgendwas sowas. Stay where you are. Oh. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr machen, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ja. Oh, die bewegt sich, die dumme Fotze. Come along now. Come on. Come on, come on. Come along now. Ja, die du da gerade hast, die ist echt ein bisschen beschränkt. Ich merke schon. Come with me. Move it. Jetzt musst du die nochmal runter machen. Ja, sie kommt. Come on, come on. Stay down, all of you. Follow me. So. Follow me, come on. Und noch die und dann haben wir's. Come with me. Move it. Oh oh. Ich lauf. Down on the ground. Mach ihn. Follow me. Come on. Ja, komm. Guck, gut, dass wir die eingesammelt haben. Ja. Das wäre uns, glaube ich, sonst ganz schön auf die Eier gegangen. Ja. Hat er dich gesehen, oder was ist passiert eben? Nee, der hat die hier gesehen. Nee, ich meine am Anfang. Wodurch die Geister... Achso, ja, nee, hier kam direkt eine längs. Ach, schau mal. Okay, hast du den Raum gepackt? Dann guck am besten nochmal. Ah, warte. Die Chefin kommt hoch, Ja. Ich hab den nicht in den Raum gepackt. Dann. Sie kommt. Get down! Get down! Soll ich den in den Raum schmeißen? Nee, geh mal bitte zu den Kameras. Ja, bin auf dem Weg. Okay, warte, der Bulle kommt her. Okay, ich habe die Keycard und da sollte eigentlich auch kein Bulle mehr drin sein, oder? Doch, einer ist noch da. Läuft im Raum rum. Okay. Nähert sich jetzt der Treppe? Ja. Nee, geht in die Mitte. Ich glaube, der bleibt unten. So, ich zoome mal kurz bei dir. Er kommt hoch. Der Alarm ist aus. Ja, perfekt, dann haben wir gleich keinen Bullen mehr. Ganz easy. Soll ich über die Tür rein? Gleich? Nee, komm mal auch von hier oben. Aber halt aufpassen mit draußen. Draußen ist keiner mehr. Ja, nee. Vorne draußen meine ich. Ja, klar. Okay. Ich habe keine Kabelbinder mehr und du hast 5 Stück. Das heißt, ich darf rumschießen. Okay. Ich mach Jammer. Ja. Und los. Schön Kabelbinder schnell benutzen. Draußen, Maurice, draußen. Du hast das unter Kontrolle? Nein, hast du nicht. Die hauen ab nach oben. Kabelbinder oder erschießen? Ja, das Problem ist, ich hab vorne erstmal alle mit Kabelbinder gemacht, die wir wollten. Das ist eine ganz schlechte Idee. Oben. Und hier vorne darfst du noch erschießen. Okay, alle tot. Okay. Draußen. Ja, das bin ich. Alles cool. Ich nehme kurz hier nur den Leichensack. Am besten alle Leute ein bisschen nach hinten. Erstmal die Leute nach hinten, bevor du die Taschen machst. Follow me. Teilweise können hier draußen noch irgendwelche langkommen, das ist ein bisschen nervig immer. Wollen wir die nicht alle einfach down machen? Ja, kannst du auch machen. Ja, ich meine die draußen längs kommen. Ja. Dann machen wir die Taschen ruhig. Ich mache hier das Schloss und dann bringe ich die beiden Drills an. Also drüben ins Autohaus.
darfst du von mir aus den Typen schon mal killen, der draußen steht. Ja, ich muss erstmal taschen. Ja, du kannst wahrscheinlich den noch upgraden. Den Drill? Ja. Ich habe ja den noch. Du bist ja low level. Ja. So. Und einmal den ATM mitnehmen. Den anderen ATM musst du nachher noch machen. Aber ich habe keinen Jammer mehr. Wollte schon sagen. Motherfucker. Okay. Und jetzt. What the fuck, Digga, wo? Ah. Bleibst du mal bitte stehen hier. So. Genau, jetzt halt wieder so der Zeitpunkt, wo ich denke so, okay. Können die eigentlich schneiden, oder? Auf jeden Fall. Weil jetzt kommt an sich mehr, außer auf die Drills parken. Und ja. Das war's. Und die Taschen in den Wagen packen. Ja. Gut. Von daher würde ich sagen. Jo. Ciao. Warum haben wir noch nicht alle Bags? Hast du die Hälfte mal wieder nicht ausgeladen? Ja, hast du nicht. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt gehabt. Habe ich ja nie gesagt. Du hast doch dann irgendwann damit angefangen. Und du meintest zu mir, ich soll den Drill machen. Ja, ich dachte, das hast du dann mittlerweile an dem mal geschafft. Ich so, hä, warte, warum stehen da denn erst 11? Dann würde ich halt immer so das Ende nochmal reinschneiden. Weißt du? Von der Mission, so, das ist ja entspannt. Zum Beispiel das jetzt gleich. Ja. Okay. Haben wir alles? Ja. Das war laut. Sorry. Ganz easy gemacht. Big, big. Ich habe übrigens jetzt reduziert. Komplett. Für noch circa 2 Stunden. Der Monat war gut. Ich hatte gestern. Aber ich hatte mir schon einen Speedrun-Pass gekauft. Also ich hatte 2 GB den Monat. Ja, guck, 2 oder knapp 3 Millionen hat mir das wieder reingebracht. Oh, 6 Level. Steige ich auf. Ach, ist das schön. Pick, pick. Entspannt, ich glaube, ich mache... Warte. Ein Dreiviertel-Level. Das ist okay. Ja. Bin jetzt fast 78. Ich finde das so krass, wie ich einfach so in einer guten Woche oder was weiß ich so einfach fast 50 Stunden gespielt habe. Ja. Ist der Hype erst real. Geld! 90.000, yeah. Alter. Oh, ich auch. Wow. So wenig, ne? Und so mit Abstand das Unnützeste, was man kriegen kann.